Unfall gewesen sein. Mhm. Na, na. Ach so. Ja, gut, das war ja leicht. Gibt's hier einen einfachen Weg rein? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Das sollte ich untersuchen. Da brauchst du nicht viel untersuchen, mein Junge. Wir sind ja schon da, nicht? Wir haben's ja schon. Das war nicht ganz so schwer. Sehr schön. Oh, das war sogar der letzte. Nice. Noch viel besser. Oder nicht? Abgeschlossen, ja. Sehr gut. Ein Ballonsatz, 4 Landeplattformen, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und den einen Ballonsatz auch nicht. Dann haben wir das ja auch. Follow Viewers Bits Prime on. What? Wieso kommen die jetzt diese komischen Bots eigentlich immer doppelt? Das habe ich letztens auch schon gehabt. 3-mal sogar schon. Alter, was los, Mann? Entspannt euch mal. 3 auf einmal. Und die schreiben, hier, pass auf. Hi, for you. Follow Viewers Bits Prime on. 3 Sternchen. Hey. Gesperrt, gesperrt und gesperrt. Ja, da winkst du, wa? Ja, genau, er winkt auch gerade im richtigen Zeitpunkt und macht Tschüss. So. Was fehlt uns jetzt noch? Ballons und Landeplattformen. Ich frage mich aber nicht, wo ich die jetzt noch finden soll. Das weiß ich nur wirklich nicht. Sag mal, die Ballons sieht man ja eigentlich schon relativ weit. Und die Landeplattformen rein theoretisch auch, wenn man nah genug dran ist. Aber die werden halt auch 0, gar nicht angezeigt, ne? Also weder die Ballons noch die Landeplattform. Kann eigentlich nur erraten. Oder vielleicht erahnen, wo die Dinger sein sollen. Wenn überhaupt. Rebellion. Also hier an den Ballons bin ich vielleicht schon 30 Mal dran vorbeigeflogen. Möglich wäre das. Will ich gar nicht abstreiten. Hier ist halt nur wieder so ein unnützes Lager. Aber keine Ballonses. Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten. Hä? Da waren wir doch vorhin erst. Oh Mann. Das Problem ist, da komme ich so, glaube ich, gar nicht hin, ne? Aber ich kann da ja nicht hinfliegen. Ich müsste da ja quasi über den Berg fliegen, was mir ja nicht möglich gemacht wird. So, da ist auch so eine Plattform. Ballons sehe ich aber trotzdem nicht. Das Wetter wird auch immer scheißiger.
musst es mittlerweile besser wissen. Wir alle haben... Ja, ja, ja. Sollte, Schmolte, Revolte. Dann mache ich mal... Dann mache ich mich mal hier hin. Fliegen von da aus weiter. Müssen wir Lord Cock helfen? Ach, hier. Beim Phönixbau, ne? Sag mal hier. Sag mal hier, sag mal da, sag mal überall. Revelio. Das Problem ist natürlich auch so im Dunkeln. Ist schwierig überhaupt irgendwas zu sehen. Sei es jetzt Ballons oder Landeplattformen. Kann sich halt nur so ein bisschen an Steinen vielleicht orientieren. Zweifellos schon lange verlassen. Dass hier irgendwas... Da sind sie. Haha, zumindest einer. Oh, der Rest ist dann auch gleich hier. Ist der Rest da? Endlich gefunden. Juhu. Meistens ist ja hier dann auch in der Nähe eine Plattform eigentlich, ne? Aber die siehst du, glaube ich, nur, wenn die blau aufleuchtet. Also musst schon relativ nah dran sein. Aber hier scheint keine zu sein. Und sehen kann ich ja auch keine. Revelio. Wäre der hier wohl auch immer bescheidener. So, also ich soll dahin. Aber ist hier nicht Kobold verseuchtes Gebiet? Dann gehe ich mal lieber runter, nicht, dass sie mich abschießen. Und kämpfe mich mal so durch. Ist er eingeschlafen? Hi. Hat er gerade zu mir gesagt, lass das? Mein Schwert habe ich doch nie gesehen. Ich wollte gerne das Fass hier mitnehmen. Nicht leise genug. Ach, das war hier, wo der Troll auch Wache geschrieben hat, ne? Da kommt er. Ich geh erstmal aufs Maul. Crucio Fixus. Im Stehen gestorben wie Whitebeard, Alter. Noch jemand? Jetzt nicht mehr. Revelio. Ja, nicht gesammelte Belohnung. Ich mache ja schon Spiel.
Hier. Achso, nee, hier. Einmal Troll. Und der hier. Und wenn wir gerade hier sind, natürlich auch einmal Spejon. Zack. Und Dankeschön. So, Flohflamme, die habe ich mal zwischendurch gecached. Da hinten ist noch einer. Ah, dieses Runterschmettern macht auch exorbitant viel Schaden, ne? Habe ich eigentlich noch zufällig Talentpunkte? 2 sogar. Können wir das verstärken? Eine Schockwelle aus. Wäre auch nice. Mach ich mal. Mach ich ja ziemlich oft sogar. Da bietet sich das ja an. So, dann mal rein in die gute Stube, nicht? Hier haben wir jetzt mal ein Gebiet, da habe ich noch nicht vorgegriffen. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Ob Ranrock und seine Leute da drin sind? Wer weiß, wer weiß. Wir werden es sicherlich bald erfahren. Warte mal, da ist eine Tür. Oh. Was war das? Ach so, beenden den Kampf. Alohomora. Der. Einmal für eine große Kiste. Also ich glaube nicht, dass Ranrock hier ist. Und wenn, dann verschwindet er wahrscheinlich gleich wieder. Ich glaube, er wird der Endboss-Boss. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Vielleicht ist es eine Falle. Von Lord Cock. Vielleicht können wir ihm doch nicht trauen, wer weiß. Wir werden es erfahren. Was für eine riesige Mine. Lord Cock, wo steckst du nur? Und die Kohlewolle können hier so unbehelligt damit arbeiten. Hier wimmelt es ja nur so wie der Lox-Anhänger. Ich muss gut aufpassen. Nee, easy. Alles gut. Alles im Griff. Oh, mit so einer Schienenbahn. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Ja, gut. Wie tief es wohl hinabgeht. Super. Das da vorne muss das Ende sein. Ja, okay. Revelio. Ich rate mal, nachher müssen wir zu Fuß wieder rauslaufen. Okay, hier ist effektiv nichts. Hallo? So, dann müssen wir wieder Feuerchen machen. So unauffällig. Machen wir mal ein bisschen Dampf auf den Kessel. Wohin wohl diese Rohre führen? Revelio. Vor allem, auf welchen Kessel habe ich jetzt Dampf gemacht? Ach, da oben. Da komme ich doch von hier gar nicht ran, oder? Ach hier. Nee.
Ich wüsste nicht wie. Zumindest nicht von hier. Keine Ahnung. Ich gehe erstmal weiter. Rivelio. Da kommen wir bestimmt nachher noch hin, da hinten. Meist seid ihr alles Deppen. Oh, da unten wohnen, wer gefährlich ist. Das ist schön. Und wir haben Gegner mit Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hinlaufen soll, Alter. Überall irgendwas. Da geht's weiter. Da ist irgendwie eine Kiste. Vingardium Leviosa. Reicht das? Ja. Hier geht's auch irgendwo hin. Rivelio. Aha. Da unten ist ein Troll. Alo Humora. Jo, was haben wir hier? Eine Kiste und ein Sack. Ey, ganz ehrlich, für sowas lohnen sich diese Wege überhaupt nicht. Wirklich null. Muss ich ganz ehrlich sagen, das lohnt sich überhaupt nicht hier. Ich stehe auf Schmerz. Mhm. Rivelio. Haben wir einen Fahrstuhl? Oh, die Kiste ist über da oben. Oh, hey Friends. Du wirst bereuen, hier zu sein. Regelt das schon. Du bist aber nicht mit Reif und Segel dabei. Potenzial. Ich krieg dich. So, wer ist um den kümmern? Kommst du nicht? Die Sendung. Ranrock hat euch alle Rebellion. Auf dem Gewissen. Wir wissen's.
Wir wissen das. So. Ist da sonst noch irgendwas? Was ist das hier? Ach, noch mehr Feuer. Komm, trink! Revelio! Mhm. Ist hier nicht? Nö. Computer sagt nein. Okay, dann nicht. Nur ein Kampf. Hä? Hab ich die nicht schon geplündert? So, war ein Powertrank. Das war ein mega Powertrank, du. Revelio. So, hier geht's anscheinend in die Küche. Da bin ich auch für zu haben. Immer. Wegen Essen. Da ist nix. Solange keine Spinnen kommen, ist alles in Ordnung. Revelio. Okay, was ist das? Ach man. Revelio. Mhm. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich. Ach, jetzt bin ich hier auf dem Laufband, okay. Das hier kann ich wahrscheinlich nicht aufmachen, nein. Schon sind wir wieder hier. Einmal in die Kreis gelaufen. Akio. Das ist ein schweres Gerät. Oha. Das haben wir aber ein paar mehr hier, gell? Guten Tag. Da ist jemand. Idioto, ist Hände. Protego. Ich sehe gar keine Probleme. Da ist auch noch was. Ranrock ist hier. Ich hoffe, dass Lockdog ihm nicht über den Weg läuft. Was? So viele. Was du? Ich habe so viel Schnee. Du hast so viele Schneebälle? Ja. Boah, cool. Super. Okay, cool. Nur mit der Schaufel. Super gemacht.
Spielt anscheinend doch wieder Minecraft. Schaufel gerade Schneebilder. So, Renrock ist doch hier, hat er gesagt. Woher willst du das wissen? Hast du ihn gesehen? Ich nehme ihn nicht. Confringo! Um weiterzukommen, sollte ich diese Kessel entzünden. Na, hast du gerade getan, aber danke. Revelio. Also an dieses eine Ding kommen wir, glaube ich, doch nicht mehr ran, oder? Was wir ganz am Anfang gemacht haben. Mit dem Kessel. Naja, dann nicht. Ist mir ja auch erstmal egal, ne? Ich hoffe, ich erreiche Redrock vor, Lodgok. Wie ist denn Lodgok hier? Ach, der ist hier wahrscheinlich, der durfte hier, glaube ich, so durchmarschieren, ne? Weil er einer von denen ist. Rebellion. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerstört. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Okay, die haben das gerade gerafft, dass das ein unverzeihlich war. Sonst interessiert es hier nämlich irgendwie niemanden. Kann ich hier hoch? Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Ja, ja. Bombarda! Ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lodgok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Nein. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lodgok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie. Wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde.